Herzlich willkommen. Neue Folge, neues Projekt. Die gute Laune ist zurück, nachdem wir ja gestern noch unsere Staubox gerettet haben. Ihr könnt euch mein dummes Gesicht ja gar nicht vorstellen, als die Klappe nicht mehr zuging. Aber glücklicherweise konnten wir das retten, sonst wäre ich, glaube ich, schreiend weggelaufen. Ist heute die gute Laune zurück. Was machen wir heute? Heute machen wir Unboxing. Endlich mal wieder ein Unboxing. Wir haben was geschickt gekriegt. Paket noch nicht da. Wir materialisieren das mal. Tada! Der André von Travel Lighting hat uns endlich, kann er nichts für, viele Grüße André, falls du zuschaust, unsere Bestellung geschickt. Und zwar hat Lumicoin teilweise brutale Lieferzeiten und es gab neue Versionen der Außenleuchten, die wir gerne haben wollten, weil die haben noch ein bisschen mehr Watt und einen Rückkanal. Seht ihr alle später. Jetzt packen wir mal aus. Mal sehen, was der André uns da geschickt hat. Ein Karton voll Licht. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, eine Außenleuchte, noch eine Außenleuchte, noch eine Außenleuchte. Na, wird schon langweilig, ne? Ja. Und, ihr werdet es raten, eine Außenleuchte. 4 an der Zahl, das stimmt schon mal. Was haben wir hier noch? Lumicoin DIMM-Module. Sehr schön, sehr klein, sehr günstig, tun hoffentlich, was sie sollen. Also wir haben das ja alles wieder gekauft, ne? Wir kriegen das nicht geschenkt. Deswegen können wir auch sagen, wenn es das nicht tut. André, du bist ein Schatz. Haribos. Ein Traum. Haribo Colorado. So, was haben wir denn noch? Noch eine Tüte. Schrankleuchten. Hätten wir schon Schränke, hätten wir auch Leuchten. Also jetzt haben wir Leuchten, aber noch keine Schränke. Die kommen dann irgendwann später. Was haben wir hier noch? Ah, meine Quattro. Eine der Quattros war ja, die hatte einen kleinen Defekt. Die ging einmal ganz hell an und dann glimmte sie nur noch vor sich hin. Vielen Dank an Robert von Lumicoin, dass ich eine neue habe. Top die Bude. Hoffentlich geht die jetzt. So, noch mehr Verpackungsmaterial. Und das war's. Dann gucken wir uns die Teile mal im Detail an. Die Schrankleuchten. Oh, die sind süß. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 an der Zahl. Das ist richtig. Die kommen mit zwei kleinen Schräubchen und diesem kleinen Schaltmechanismus. Und da vorne kommt dann das Licht raus. Das sind auch nur zwei Kabel, plus minus, relativ easy. Das kriegen wir angeschlossen. Die neue Quattro. 2700 Kelvin. Genau, super. Bauen wir nachher ein. Die ganz neuen Umfeldleuchten. Ich habe die auf der Adventure Northside, konnte ich mir die schon angucken. Und die sind mal echt hell. Die sind richtig cool. Die haben wir auch in warm weiß gekauft. Und davon haben wir 4 Stück, die wir rundum an den Floh bauen, damit wir draußen Licht haben. So, kommt mit einer Bedienungsanleitung. Wiederum mit 4 Schrauben. Top, alles dabei. Und einem Kabel, natürlich. 6 Adern finden wir hier. Schön farblich markiert. Und da unten ein paar LEDs. Das Ganze ist auch mit so einem Kunststoff vergossen hier, dass das alles schön wetterdicht ist. Schön Kühlkörper, weil die werden bestimmt ganz gut warm. Und hier hinten solche Nupsis drauf, dass das nicht den Lack verkratzt, wenn man das da ansetzt. Die neuen, die haben übrigens einen Rückkanal, wo man eine LED anschließen kann. Dann weiß man, dass draußen Licht an ist, wenn man es nicht aus dem Fenster gucken mag. Und DIMM-Module.
zwei Stück. Sehr süß, sehr klein. Die kann man dann irgendwo in dem Sicherungskasten mit unterbringen. Da schließt man die an. Die Außenleuchten haben übrigens dieses Dimmmodul gleich eingebaut. Da braucht man das nicht. Aber für die Quadros innen und für die Umfeld, also die Ambient-Beleuchtung unter den Stauboxen, die wir noch planen, da haben wir jetzt zwei Dimmmodule. So. Was ja noch fehlt, damit wir die Außenlichter schalten können und was ich eigentlich zuerst bauen möchte, bevor ich das alles verkabel und anschließe, und ist eine Konsole, weil wir haben ja immer noch keinen richtigen Platz für unsere ganzen Schalter. Also, ich habe ja schon zwei von diesen Konsolen gebaut, habe ich gedacht. Hast hier noch so ein Stück Brett, schönes Teak, ist ein bisschen dick, dann können wir den Schalter da hinten nicht festschrauben. Also müssen wir hier vorne was rausnehmen. Habe ich auch gemacht, habe ich alles angezeichnet, schön rausgefräst, und wir sind auf dem besten Weg, unseren ersten Sponsor zu gewinnen. Comedy Central. Das funktioniert nichts. Ich bin zu dumm. Auf der falschen Seite gefräst. Glaubt man's? Weil eigentlich habe ich die 45 Grad angefasst hier. Und dann soll das ganze Ding so stehen? Nein. So stehen. Nun ist aber die Aussparung auf der Rückseite. Großartig, geil gemacht. Doch, nee, ey. Man glaubt es nicht. Spaß Unlimited. Ich höre euch lachen. Ich höre euch genau lachen. Ah, fasse ich das halt andersrum an. Mann. So, auf der anderen Seite angefasst. Jetzt richtig rum. Und Glück gehabt. Also, ich will nicht viel mehr, weil dann kann ich da unten wieder durchgucken. Nun hat das hier unten eine ganz kleine Phase in die andere Richtung. Aber jetzt würde das so stehen. Und ich meine, diese kleine Phase hier in die andere Richtung, fällt nicht auf, sieht kein Mensch, weiß ja auch keiner. Außer ihr alle. Verdammt. Aber ist nicht schlimm, ne? Ich glaube nicht. Das fällt nicht auf. Das ist ein halber Millimeter. Naja, doch ein halber Millimeter. Aber ich habe echte Angst, wenn ich jetzt weiter schneide und das richtig genau mache, dass ich dann hier unten durchgucken kann, wie das bei meiner anderen Konsole der Fall ist. Und das sieht nun mal echt blöd aus. Aber das so, wenn das hier so steht, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Vielleicht schneide ich die anderen auch noch an. Dann sieht das aus wie gewollt. Und alle, die ich von euch treffe, auf den nächsten Treffen nächstes Jahr, die werden sagen, Alter, das ist aber eine schöne Phase, die du da unten gemacht hast. Hoffe ich. Wenn ihr es gesehen habt, will ich hören, das ist eine schöne Phase. Sonntagmorgen, zweiter Advent. Andere sitzen lecker beim Adventskaffee, wir nicht. Wir machen Disaster Recovery. Ich habe gestern dann hier einfach die andere Phase dran geschnitten, so dass meine Aussparung wieder vorne ist, wo das auch Sinn macht. Dann habe ich das zweite Mal oder das zehnte Mal ein dummes Gesicht gemacht. Dann habe ich das nachgemessen. Ich habe mich gewundert, dass es mir zu kurz ist. Aber ist ja klar, weil ich habe ja die lange Seite gemessen und die war vorher ja
hier unten. Jetzt habe ich das so abgeschnitten. Jetzt ist das zu kurz. Das wäre gar nicht so schlimm. Eigentlich, wenn das nämlich so steht, so, ja, wäre gar nicht so schlimm. Denn wäre das irgendwie einen Zentimeter kürzer als die anderen beiden Dinger, ist nicht cool, aber so ist es halt. Nur dadurch, dass das jetzt zu kurz ist, kriege ich da meinen Schalter gar nicht mehr rein. Weil der ist ja jetzt viel weiter unten. Da habe ich gestern aufgegeben. Da hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich dann mein Desaster Susi erzählt und die hat gesagt, mache ich das halt neu. Drauf gehupt, fräse ich das neu. Hat sie gesagt, dreh mal nicht durch, Typ. Das ist doch eh nur für kurze Zeit. Sobald wir unsere ganzen Möbel haben und wissen, wo wir die ganzen Schalter hinbauen, brauchen wir die doch eh nicht mehr. Mach doch nicht so einen Aufwand. Habe ich gesagt, gut, fällt mir schwer zuzugeben, aber hat sie irgendwo recht. Hat sie gesagt, bau doch den Sockel einfach drunter. Habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Aber dann ist hier unten die Kante länger als die anderen. Kriegen wir aber vielleicht hin, sieht dann vielleicht aus wie gewollt. Würde dann so aussehen. Und die Schalter gehen da wieder rein, weil das Ganze ist jetzt wieder höher. Also, vielleicht machen wir das sogar. Das wäre eigentlich der Weg des geringsten Widerstandes. Und es würde auch gar nicht so sehr auffallen, dass das hier Stirnholz ist. Gut, das wird dunkler, wenn ich das nachher öle. Aber ich habe noch so ein Stück. Ich könnte natürlich auch so ein neues Stück aus dem anderen Brett sägen, aber Nachhaltigkeit, ne, das sind Reststücke, die will ich verwenden. Wir können das hier hinten dran leimen, so. Und dann können wir das da drauf machen. Und dann müsste das eigentlich wieder passen. So, dass ich da die Schalter reinkriege. Ja, knapp. Weil so wird es ja nicht halten. Da, wenn ich hier drücke, da fällt das ja sofort um. Also muss da hinten was dran. Das heißt, wir müssen die beiden Stücke hier zusammenbringen. Das können wir ja machen. Das ist ja, das machen wir. So machen wir das. Die drei Löcher da drin für unsere Schalterchen und ich habe das jetzt auf den Sockel geklebt, habe die beiden unteren Stücke verleimt, habe das da drauf geleimt und hat mich aber noch fürchterlich genervt, dass wir hier vorne ja Stirnholz haben und es wird wesentlich dunkler und sieht hässlich aus und das geht nicht. Ist zwar nur ein Provisorium, aber hässlich geht nicht. Also habe ich von meinem schönen Tick-Furnier da vorne noch was drauf furniert. Und jetzt, es war ein bisschen gefuscht, aber fällt gar nicht so auf. Jetzt habe ich das schön geölt. Jetzt werde ich das gleich noch, das überschüssige Öl darunter nehmen. Dann lassen wir es trocknen und machen Feierabend für heute. Ist nämlich wieder kalt. Und es ist Advent. Also jetzt Kekse essen, Kaffee trinken.